Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe der Monkey News. Diese Woche wieder natürlich in dem allgemeinen Aufbau wie die letzten zwei Male. Lass uns einfach mal reingehen. Die Trikotbestellung hatte ich ja letzte Woche angekündigt, ist Sonntag rausgegangen. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 10 Trikots und 5 Hoodies. Ich bin mal sehr gespannt, wie die Hoodies aussehen. Die Trikots durfte ich ja schon bei der Meisterschaft sehen. Freut mich auf jeden Fall. Ich glaube, die sehen geiler aus als das, was da hinten irgendwo liegt noch von unserem alten Partner. Freue ich mich mega drauf. Die sind auf jeden Fall dann zur Gamescom da. Noch ganz, ganz wichtig im allgemeinen Bereich für alle Staffs, Teams, Spieler, die irgendwas mit Meeting-Server zu tun hatten. Es waren jetzt ja 4 oder 5 Wochen Pause, aber ab Montag, den 1. August, geht es wieder los. Das heißt, wir haben am Montag um 19 Uhr wieder die Team-Meeting-Besprechung, dann um 19.30 Uhr die Staff aka Community-Besprechung und mittwochs hat sich ein bisschen verändert, jetzt 19 Uhr die Management-Meeting-Besprechung. Ihr wisst, wie ich es meine. Ja, das war es dann auch schon aus dem allgemeinen Bereich. Ich habe da nicht so viel Neues, außer vielleicht mal ein bisschen auf der Webseite neue Teams und so dazu getan, neuen Spieler auch, da komme ich aber gleich nochmal drauf. Was Teams zum Beispiel auch angeht, euch da nicht wundern, werde euch auf jeden Fall dann vorstellen, wenn alles da ist und geklärt ist. So, gehen wir erstmal zu den allgemeinen Spielen und Matches, die in der letzten Zeit passiert sind. Am Montag war ja auf jeden Fall der 5. Meisterschaftscup in der ESL. Für unser CSGO-Team hieß es da, friss oder stirb. Leider sind wir gestorben. Wir haben es gegen die Blue Jays nicht geschafft, weiterzukommen und sind damit mit 25 Punkten auch aus dem Core-Slot-Bereich raus. Damit müssen wir uns auch in der ESL nächste Season weiter hochspielen. Ist aber nicht so schlimm, was ich zum CSGO-Team übrigens auch meine, noch werdet ihr am Ende in der Feedback-Runde sehen. Sie haben aber auf jeden Fall im Skylar CSGO-Tournament Series Cup gestern am Mittwoch noch 2 Playoff-Matches gehabt. Einmal gegen die Millennium Females, da haben sie mit 2-0 gewonnen. In der ersten Map hat man noch gesehen, dass es eine Aufwärmphase war. Da ging es, glaube ich, so 16-9 aus, wenn ich mich recht erinnere, und die andere Map 16-3. Danach kam dann ein etwas krasserer Brocken, wo sie auch irgendwie Ewigkeiten nach einem Server gesucht haben, um einen passenden Ping zu haben. Das waren die Jungs von Izuba. Ja, die mussten wir dann leider mit 2-0 ausscheiden, auch weil wir die zweite Map New hatten und da, glaube ich, das Gefühl zweite oder dritte Mal erst drauf gespielt haben. Aber mein Gott, sei es drum, wir sind unter die Top 8 gekommen in diesem Cup, was ja schon mal nicht so schlecht ist. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf viel, viel, viel mehr von dem Team. Das zu CSGO, kommen wir zu LoL. Die Jungs am Montag mega gute Leistung geliefert, denn sie haben es geschafft, den ersten Platz zu holen gegen, und jetzt kommt's, nicht ESG, sondern ESC. Die haben nämlich ESG irgendwie im Halbfinale rausgehauen. Ich habe keine Ahnung, was ESG da gemacht hat, aber offensichtlich versucht zu trollen. Kein Plan. Aber sehr, sehr cool. Erster Platz für uns in dem Cup. ESG mal nicht Gewinner und danke, dass wir es sein durften. Und was noch dazu kommt, ist, da es ja ESG nicht ins Finale geschafft hat, war es kein Maki Felix, der Player of the Week oder Cetrion wurde, sondern unser kleiner, süßer Abbe. Ja, ist Player of the Week Sendes geworden in der ESL-Meisterschaft. Glückwunsch dafür. Er hat auch eine SSD dafür erhalten oder bekommt sie noch. Ich weiß ja nicht, wie schnell die ESL das versendet, aber mega geil. Nächste Woche Montag, könnt ihr euch dann schon vormerken, ist dann die Gruppenphase, wo wir darum fighten, auf die Finals auf der Gamescom hinzukommen. Haben da gegen uns Lioncast. Ja, ich hätte es mir aufschreiben sollen. Ice on You und noch irgendwen. Tut mir leid, wenn der Name bekannt ist. Mir ist er jetzt gerade entfallen. Aber auf jeden Fall einen sehr starken Gegner mit drin. Ice on You ist noch nicht so bekannt, was die jetzt nun veranstalten. Mal sehen, aber auf jeden Fall mega cool, dass wir es bis dahin geschafft haben. Mal gucken, ob wir es dann noch ins Finale schaffen. Also ab Montag 19 Uhr wieder Livestream mit der Gruppe A. Ich glaube, die werden auch hoffentlich alle Spiele streamen. Guckt einfach auf die Facebook-Seite. Ansonsten eine kleine negative Nachricht. Ihr wisst ja, dass wir einen FIFA-Spieler haben. Patrick, mit dem hat es leider nicht so gut geklappt. Da gab es so ein paar Problemchen. Aus dem Grund werden wir jetzt Patrick auch nicht mehr bei uns haben. Eigentlich sollte er bis Ende des Jahres bleiben, aber nee, das war dann doch nicht das Richtige. Und damit werden wir wahrscheinlich auch den FIFA-Bereich einfrieren. Mal gucken, ob wir da noch weitermachen oder nächste Season es nochmal versuchen. Aber der erste Versuch ist auf jeden Fall schon mal gescheitert.
Dafür können wir in der nächsten Season mit Captain Wobbles einen neuen Spieler in StarCraft 2 begrüßen, der für uns auf die Meisterschaft spielen wird. Auch ein paar anderen Cups mit dabei. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich habe ja von SC2 genauso viel Ahnung wie von LoL, also gefühlt fast gar nicht. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt, was Captain Wobbles da machen kann. Und ja, der ist wirklich so. Ja, und das war es jetzt allgemein zu den ganzen Teams. Nochmal eine kleine Feedbackrunde zum CSGO-Team. Natürlich, klar, haben sie es jetzt zweimal nicht geschafft, die Klasse zu halten, sind runtergerutscht. Das war von uns von vornherein klar. Was wir halt mit dem Team machen wollten, ist eigentlich das, was sie da schon erreicht hatten, beziehungsweise was wir ja geschenkt bekommen haben, zum Ende des Jahres zu erreichen. Und die bisherige Leistung von dem Team ist super gut. Sie haben ja auch die LAN noch gewonnen. Ich denke auch, dass die super motiviert sind. Wir müssen jetzt halt nur gucken, einen Feinschliff zu machen, einen passenden Trainer, Coach für sie zu finden, da ein bisschen mehr Kontinuität reinzubringen, auch gewisse Einzelaktionen ein bisschen runterzuschrauben und mehr Teamplay zu machen. Wird aber auf jeden Fall viel, viel spannender. Die Jungs bleiben ja noch bis Ende des Jahres bei uns. Das heißt, wir haben jetzt dann ab August noch 4 Monate. Was sollen wir da noch groß falsch machen? Also ich bin sehr stolz auf die Jungs, freue mich auf jeden Fall. Und damit bin ich auch fertig mit den Monkey News. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Heute mal zum Glück kein Flugzeug, ich weiß gar nicht warum. Bis dahin und wir sehen uns dann.